Und weiter geht es in Let's Play Zelda The Minish Cap, Part Nummer 61. Im verkrüppelten, wie ich es jetzt so einfach mal nenne, im verkrüppelten Hyrule-Schloss, Dungeon, was auch immer. Es geht weiter zu kommen in diesem Level und Level Dungeon. So, erstmal müssen wir die Tür öffnen. Nein, genau das wollte ich nicht. Ich habe nämlich schon so eine Ahnung. Einmal so, so, nein. Moment. So. Einmal hier, einmal da, hier und da. Kunst. Sag ich doch. So, was erwartet uns hinter dieser Tür? Oh mein Gott, alles bloß das nicht. Ich habe Angst vor denen. Ich weiß aber nicht, wie ich die will. Oh, warte, 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 warte. Ich habe den Boomerang. Kann ich ihn einsetzen? Nein. Ich verstecke mich erstmal eine Runde vor denen. Oh, ich weiß immer nicht, wie ich die angreifen soll. Manu. Ich kann die doch im Prinzip gar nicht vernünftig angreifen. Ich weiß nicht wie. Ich könnte sie mit einem Bogen angreifen, aber das müsste ich aus der Ferne tun. Und irgendwann treffen die mich mit ihrem Scheißkeulen sowieso. Ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Kann ich hiermit irgendwas gegen sie ausrichten? Muss ich nicht wieder zurückgehen? Nee, das bringt nichts. Hiermit vielleicht. Nein, ich werde natürlich eher noch getroffen. Was ist hier los? Was ist hier los? Ich muss angreifen. Wieso greifst du nicht an? Warum kann ich aus A nicht auswählen? Irgendwie passiert nichts mehr, wenn ich A drücke. Das macht mich ein bisschen nervös. Es geht nicht. Ich versuch's jetzt. Ich versuch's jetzt einfach mal mit Pfeil und Bogen. Auch wenn meine Chancen gering sind. Natürlich hat er mich mal wieder getroffen. Ich meine, es gibt eine Möglichkeit, wie man sie besiegen kann. Ganz sicher. Aber nicht so lange die hier rumschwingen irgendwie. Obwohl. Nein. Den einen habe ich geschafft. Jetzt muss ich den anderen nur noch dazu bewegen, dass... Genau. So, was für ein Glück. Jetzt habe ich wenigstens den Bossstuhl hier. Was ist hier? Ach du je. Hey Jemini. Okay. Und auf der anderen Seite runter. Oh, oh. Ups.
Na, das war ja mal böse. Ich warte einfach, bis er hier wieder runterkommt. Es gibt's doch gar nicht. Dann versuche ich es auf der anderen Seite. Oh, ich lebe. Wie stelle ich das jetzt an? Was sind diese Bombendinger? Oh. Kann ich die irgendwie ansaugen oder so vielleicht? Ups. Wie stelle ich das an? Ich habe keine Ahnung. Ja, so in etwa könnte das funktionieren. Ja, so mehr oder weniger. Falls ich die Dinger da runterkriege, versteht sich. Das war wohl nichts. Ich habe keinen Plan. Das gibt's doch gar nicht. Muss ich das jetzt ehrlich mit diesen dummen Viechern machen? Auch wenn ich mal sogar keine Ahnung habe. Und ich möglicherweise gleich am Verrecken bin. Ich muss irgendwie diese Wand freigesprengt kriegen. Irgendwie. Erstmal muss ich wieder zurück. Tür ist zu. Wo lande ich denn, wenn ich hier durchgehe? Ah, okay. Ah. Für mich das stört, dass ich nicht mehr weiß, wo ich... wo ich lang muss. Puh, ich kann einfach wieder gehen, lol. Das ist eigentlich nicht der Sinn, dass ich gehe, ne? Ich will aber, dieses Schloss ist mir unheimlich. Ich finde es. Oh nee. Oh Gott, ich lebe. Ja, toll. Jetzt muss ich nur erstmal wieder zurückkommen. Mein Gott, dieser Dungeon ist ein Akt der Verzweiflung. Ich würde ihn lieber mögen, wenn er mich nicht so zur Verzweiflung bringen würde. So, jetzt bin ich wieder hier. Jetzt muss ich das irgendwie wieder gebacken kriegen hier. Wie? Kann ich vielleicht? Geht das vielleicht?
Nee, eigentlich nicht. Und wenn ich versuche, die hier irgendwie so... Ich wollte sie wieder ausstoßen. Genau so. Ach, shit. Oh, Mist. Genau so. So wollte ich das doch haben, Mensch. So wollte ich das eigentlich machen. Eigentlich. Irgendwie? Ich glaube, ich muss trotzdem noch diese Dinger da aktivieren. Alles schwierig, alles schwierig. Ah, das war zu spät. Wie dumm von mir. So. Meine Itemwechselei hier. Niemand hier? Oh gut. Oh Gott. Schrecklos nach. Ach, jetzt bin ich auf einmal hier. Gut, hoffen wir mal, dass es die richtige Richtung ist, die ich ja einschlage. Oh, das wird sich schon irgendwie sein. Ja, toll. Jetzt bin ich wieder einmal im Kreis gelaufen. Sehr schön. Oh, ich das liebe. Dieses ständige... Boah. Nee, ich komme da nicht drauf klar irgendwie. Diese ständige im Kreisgerenne. Das ist furchtbar. So. Dann muss ich da hoch. Schon wieder so einer. Oh Gott. Wieso willst du mich nicht durchlassen? Ich krieg dich schon klein, pass mal auf. Dein Kumpel vor dir habe ich auch besiegt, also schaffe ich dich auch. Also eben gerade habe ich ihn noch getroffen. Boah. Aua! Ei. Er kriegt eher mich, als dass ich ihn kriege. Guacamole. Mann, nein. Heilige Guacamole, lass mich in Ruhe. Geduld, Geduld und Spucke. Du schaffst ihn, du schaffst ihn. Ich weiß, dass ich es schaffe. Oh, was das für einen Spaß macht, an ihm vorbeizuspringen. Boah. Der ist ganz schön hartnäckig, der Kerl.
Gib dich geschlagen! Oh, toll! Och, nö! Ja, super! Jetzt tauchen überall noch mehr von denen auf. Nein! Oh, nee, ne? Ernsthaft jetzt? Brauche ich jetzt Schlüssel für diese Blöcke? Oh nein! Das ist doch nicht wahr. Muss ich jetzt diese ganzen Viecher da besiegen, damit ich wahrscheinlich von denen Schlüssel kriege, damit ich hier diese dämlichen Blöcke aufschlagen kann, damit ich diesen dämlichen Block durch die Gegend schieben kann. Felsen, was auch immer. Och nein, ich will nicht wieder da raus. Die Dinger sind voll fies. Oh. Schauen wir mal, wo der mich hin... Okay. Okay. Erstmal gehe ich mich mal wieder auflädzen hier. Auflädzen. Auflädzen. Das heißt nicht mehr aufladen, das heißt jetzt auflädzen. Oh Mann, ihr seid ja langweilig. So. Komm zurück, kleines Feechen. So. Oh, es ist nur blöd, dass man irgendwie ständig wieder zurücklaufen muss. Zurücklaufen. Rennen. Diese Rennerei, die geht uns auf den Keks. Ich habe keine Lust mehr. Ich liebe es zu rennen. Macht doch voll Spaß. So. Ach, da komme ich doch her. So, nee. Falsch. Hä? Nee, Moment. Wo muss ich jetzt lang? Anders längs. So längs. Mal warten, bis die Sträuche sie vorbeikommen. So. Oh Gott. Mutter der Porzellankiste, die schaffe ich doch niemals. Was heißt, die schaffe ich niemals, aber es wird gar nicht so einfach sein, glaube ich. Man muss sich auf jeden Fall gut vor den Flüchtigen. Okay, den einen habe ich schon mal geschafft. Die sind ja doch nicht so schwer. Muss nur aufpassen, dass die mich nicht verletzen. Ging ja doch einfacher, als ich gedacht habe. Wie? Kriege ich jetzt keinen Schlüssel oder was? Ach so, hier geht's noch weiter. Sehr schön. Das heißt, ich muss... Oh, nicht doch. Jetzt muss ich wieder Feuer anzünden. Nein, 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 nein. Moment, Moment. Oh. Geht doch. Oh. Bleibt mir bloß vom Leibe. Hey, ich sag's euch, wenn ihr mich ärgert, ne? Boah. Oh, super. Also, einen Schlüssel habe ich schon mal. Einen. Einzigen. Von vier. Ich habe noch einen weiten Weg vor mir.
ganz langsam wieder zurück. Ja, bloß keine Verletzungen. Ich weiß gar nicht so wirklich, wo ich jetzt hin muss. Ganz knapp. So, hier ist dieser Trolley. Moment, Moment, Moment. Ey, du kämpfst mit unfairen Mitteln. Ich trickse dich aus. Pass auf. Ich verarsche dich. Oh, das macht so einen Fun, dich zu verarschen. Ja. Ja. Nimm das. Hallo, ich bin hier. Kriegt mich nicht. So. Jetzt öffnen sich wieder um mich alle Türen. Ah ne, hier bin ich hierher gekommen. Das heißt, ich muss jetzt durch die untere Tür. Oh mein Gott. Oh. Du sollst ihn nicht durch die Gegend schieben. Jetzt kommen hier diese coolen Hände von der Decke gesprungen. Sehr schön. Moment. Nein, nimm mich nicht mit. Nein. Oh nein. Ich kann da schon mal dieses eine Schloss hier aufschließen. Ich hasse diesen Ort so sehr. Ich will hier weg. Ich gebe nicht auf. Nein! Ich brenne mal wieder. Nein! Boah, ich dreh ab hier. Das geht gar nicht. Die Dinger verarschen mich. Nein! Ich kann es schaffen. Ich weiß, dass ich es schaffen kann. Alles wird gut. Beruhige dich. Alles wird gut. Saku macht das. Ich weiß, dass ich es irgendwie hinkriegen kann. Alles, was ich tun muss. Das ist gar nicht. Boah, verschwindet!
habe langsam keine Lust mehr. So. Jetzt dürfte ich doch eigentlich meine Ruhe haben, oder? Es geht nicht. Moment. Ich hab's noch nicht raus. Boah! Ich krieg gleich ein zu viel. Geh weg! Ich sterbe. Mal wieder. Aber jetzt habe ich wenigstens diese beschissene Tür auf. Ich hab schon wieder zwei von meinen Fehlen verschwendet. Oh, ich kann kotzen. Oh. Wo muss ich hin? Muss ich da runter? Oh, super. Finsternis. Oh, super. Yeah. Tür. So, jetzt Schlüssel. Ja, ich habe einen Schlüssel gefunden. Mann, na immerhin etwas. So. Jetzt ist der Part ja schon ganz schön vorangeschritten. Ich würde sagen, hier machen wir jetzt wieder ein Päuschen und finden die Schlüssel im nächsten Part. Also, Leute.